Ein ziemlich entspannter Renndirektor Walter Hofer. Kusamo, es gab schon schlimmere Ausgaben. Es war relativ beherrschbar alles. Ja, die Voraussetzungen waren ja nicht so einfach, auch die Prognosen nicht. Aber letztendlich muss man dem Veranstalter gratulieren. Tolle Winterlandschaft und was die Athleten geboten haben, war auch vom Feinsten. Und das zum Saisonbeginn. Also wir sind wirklich schon mit schlechteren Resultaten hier aus Kusamo weggefahren. Der Philosoph sagt, über die Zukunft reden wir morgen. Ja? Und wir reden über das, was uns angeboten wird an sportlichen Leistungen, an Wettkämpfen. Und das Skispringen konnte so einen Saisonanstieg oder Einstieg sehr gut gebrauchen, auch aus Sicht der Deutschen. Na, natürlich, wir haben ein bisschen eine Durststrecke hinter uns. Und es tut den Deutschen sicher gut, die ja doch einer der tragenden Veranstalter sind in unserem Weltcup in der Serie. Und das kriegt eine positive Dynamik, da bin ich überzeugt. Und wir freuen uns schon auf die Tournee in dem Sinne. Da wird es wieder dementsprechend zugehen. Okay, soweit sind wir noch nicht. Was kann denn der Verantwortliche den Fans sagen, wie es weitergeht? Wir wissen also, Lillehammer, das ist jetzt abgesichert. Aber dann, Hacherhoff und weiter, Engelberg etc. Wie schaut's aus? Ja, momentan retten wir uns über die Runde, indem wir nach dem Motto Schritt für Schritt vorangehen. Wir wissen, dass wir noch nicht alles dort haben, wo wir wollen. Aber zumindest der nächste Schritt ist getan. Alles geht nach Lillehammer. Es wird morgen zu schneien beginnen in Lillehammer. Das dauert fast die ganze Woche. Und das heißt, Lillehammer ist aus dieser Sicht gesichert. Und ich bin nicht so pessimistisch, was die weitere Prognose betrifft. Es wird so um den 2., 3. Dezember sicherlich eine entscheidende Phase sein. Und ich hoffe, dass wir danach grünes Licht geben können. Okay, dann freuen wir uns auf die kommenden Wettkämpfe, auf die Zusammenarbeit. Der Renndirektor Walter Hofer. Herzliche Grüße. Dankeschön.